So, dann geh lang. Meine armen Füße. Oh, meine armen Füße. Und irgendwie so schneller oder so? Hui, hui. Geh weiter. Du solltest hier nicht herumlungern. Ich lungere hier so viel herum, wie ich will. Lager vorhin entdeckt. Ach da. Okay. Nehme ich mit. Und das. Und das. Schon wieder so eine. Ich bin kein Fan von denen. Absolut nicht. Es war nett, wenn man dies machen kann und so, aber. Ihr wisst ja, ich ignoriere es. So, und wo ist hier die verdorbene Zone? Gut, das kann ich gut gebrauchen. Die verdorbene Zone? Okay, wenn du meinst. Ach, weiter in die Richtung. Was ist denn hier bitte verdorben? Da hinten. Wir sind ja sehr anfällig gegen Feuer, also von daher ist das. Das kann kein Problem sein. Und verdorbene Grau habe ich da auch noch, okay. Hat nicht getroffen, ist in Ordnung. Kann ich absolut nicht verstehen. Und trotzdem brauchen die zwei. Lass mich in Ruhe. So, soll es dann sterben. Wir kriegen sie kriegen extra Schaden durch Feuer oder sie verbrennen schneller. Ey, du hattest noch gar nicht den Feuerstatus. Ey. So. Stimmt. Aber wo ist der... Der zweite? Da ist er. Ah, ich bin zu spät, ne? Ja. Jetzt trifft doch. Geht doch. Kann ich dich auch nämlich ignorieren, weil du jetzt verbrennst. Tschüss. Wie, der hat überlebt. Okay, alles klar. Viel später. Du bist ein Sägezahn. Wieso sehen Sägezähne und Verwüster so ähnlich aus? Maschinenarten. Sägezahn ist hier. Verwüster ist hier. Die sehen sich verdammt ähnlich, ne? Okay, Sägezähne haben diese gelben Dinge noch hinten dran. Ah. Verwüster sind wahrscheinlich etwas kleiner. Hm. Was ist hier denn verletzt? Warum? Hm. Ah, wahrscheinlich der Graue habe ich, der angegriffen hat. Sehr schön. Auf eine gute Jagd. Ja, da zum Beispiel, der überhaupt nicht existiert hat für mich. Hm. Nö, ignoriere ich mal bitte. Dankeschön. Ignoriere ich ja auch. Naja. Ah. Ja, kein Leben mehr. Hä? Ich wollte schon fragen, warum ich es nicht aufheben kann. Oh, die FPS sinken hier runter. Ich wollte noch eine Sache machen. Moment mal kurz. So.
merkt, wir sinken immer noch runter. Daran könnte ich gefallen. Wer die Nora zuerst schnappt, kriegt den Bonus. Ich weiß nicht, wie das durchgeschossen ist, aber. Das wären Freunde. In Ordnung. Der Tod wird dich holen. Nein, der Tod wird dich holen. Ich brenne. Selber schuld. Wisst ihr, ich wollte ganz normal durchgehen. Okay, Spielabsturz. Ist in Ordnung. Nein, ich möchte keinen Abschlussbericht senden. Ist in Ordnung. Hätte nicht sein müssen. Hätt's nicht. Oh, das heißt, das Ganze, was er gerade gemacht hat, die, oder? Warte mal, ich wollte doch. Oh, okay. Stürzt das Spiel schon wieder ab? Warum? Es stürzt schon wieder ab. Hä? Gut. Scheint wieder zu funktionieren. Ab die. Ich habe ja ganz kurz mal die Taktrate von meiner GPU mal erhöht. Von 1404 auf 1500 Megahertz und irgendwie kam das Spiel anscheinend damit irgendwie nicht klar. Weil jetzt schütze ich mehr. Es ist vorher die ganze Zeit abgeschützt, egal was ich gemacht habe. Ob ich mich irgendwann anders teleportiert habe oder so. Na gut. Glücklicherweise haben wir jetzt nicht so viel dadurch verloren. Wir sind eigentlich. Eigentlich gar nichts, ne? Dann bin ich nur hier lang gelaufen und zack, bumm, weg. Das hält sich. Gut, gut, gut. Nur hier sinken die FPS so ein bisschen ein. Nur ein bisschen. Und ist gut dran. Ups, trotzdem. Genau, die hatten wir noch bekämpft. Dann ist das Spiel abgeschmiert. Jetzt war lustig, diese Flung. Rot. Stimmt doch eigentlich, Boromir. Dankeschön. Du. Dankeschön. So. Und WB das dann. Schön, dass du wieder da bist zum Kommentieren. Nach knapp 2 Stunden. Lagerfeuer? Ah, direkt hier unten. Keine Quest, okay. Nur Lagerfeuer. Ah, okay, das ist flach genug, dass man nicht durchlaufen kann. Hallo, Wächter? Was seid ihr drüben? Direkt wieder um die Ecke ein Lagerfeuer, ne? Doch, jetzt hier richtig. Ja, gut. Ah, Aufnahme läuft auch. Ja, gut, Aufnahme läuft. Bin ich extra auf die Map geguckt, dass alles richtig ist? Ah, das ist. Okay, das geht. Ah.
Das ist ein Weg auf der... Naja, so teilweise ein Weg auf der Map. Okay. Vollkommen in Ordnung. Mache ich auch jeden Morgen. Nicht ganz so extrem, aber... Hallo? Kletter, hatte ich irgendwas? Dankeschön. Aber auf dem aus dem Bett aufzustehen, ist auch ein halber Parcours, ne? Darf man nicht vergessen. Und hoch hier. Nach rechts. Rechts. Alter, wie hoch ist das denn hier? Geht den Weg teilweise nicht mal mehr. Aber ob sie bekommt das alles mit, ist in Ordnung. Ja, springen. Springen. Und springen. Und dann hier hoch. Oder Sport. Natürlich ist es Sport. Ja. Ja. Ganz schön hoch. Das ist Sparta. Glaub nicht, schade. Meridian leidet unter der Sonne. Von vorne sind die geschützt, aber hinten ist voll frei. Okay. Konnten sich nur eine halbe Rüstung leisten. Langbein? Was? Wo? Langbein Area. Areal, so heißt es. Das deutsche Name für Area gesucht. Gott. Kann ich nicht mehr aufheben? Ich bin. Die ganze Zeit, dass ich so lange mal voll von Heilung bin, ist unglaublich. Oh, Metallblume. Meins. Die Muster auf dieser Blume sind seltsam. Finde ich auch. Ich mach mal. Halbe Rüstung kostet halt nur die Hälfte. Ja. Schon richtig. Wahrscheinlich. Ah, du musst jetzt mal so denken, so. Eine ganze Jeans kostet 20 Euro. Und so eine spezielle, teure Jeans, die halb zerschlissen ist, mit kaputt und diesen getragenen Look, kostet mehr als das Doppelte, ne? Vielleicht ist das auch eine ganz fancy Rüstung, die ja halt diese Optik hat, hinten frei und dementsprechend doppelt so teuer ist. Schön leise. Muss man sich mal überlegen, ob das vielleicht nicht wirklich so ist. Wer weiß das schon. Ist voll idyllisch. Ist voll cool. Das eine Wasser geht nach links, das andere nach rechts. Echt schön hier. Aber ich würde hier nicht leben wollen. Hey, du bist jetzt fast da. Wird doch Zeit, dass du dich meldest. Direkt vor dir ist eine Felswand. Daran sind Haltegriffe, die nach oben führen. Oh, wirklich? Und wer hat sie angebracht? Gut. Warum auch antworten? Geheimnisse sind ja so viel aufregender. Das Eclipse-Fokus-Netzwerk crashen. Wie machen wir das? Oh, Moment. Nicht wir. Ich mach ja die gefährlichen Sachen. Du hörst nur mit. Sprengstelle wäre auch mal cool, ne? Da müsst du nur immer umrüsten. Ich habe keinen Bock auf umrüsten. Eis, Elektro und Feuer. Explosion, Explosion, Explosion.
Okay, bis gleich, das dann. Rüstungsmäßig. Tragen eh die ganze Zeit nur das gleiche. Ein Brüllrücken. Haben wir schon jemals einen Brüllrücken besiegt? Weiß das nicht. Quatsch. Mann, ich drücke mal das Falsche. Ich will mal E zum Kaufen und drücke mal dann. Tas voll. 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 Dann muss ich. Ach Gott, an die. Eh mehrere verkaufen. Ich benutze die eh nicht. Daher weg damit. So. Sehr schön. So. 10.000 Scherben. Was soll ich mit den Scherben noch anfangen? Das ist. Derzeit echt. Am Anfang zu wenig, mittlerweile. Einfach weg mit dem Fusch, Fusch, Fusch. Ja, so. Na, da steht schon. Da sind die Handgriffe, wie du gesagt hast. Hast du gehört, Silence? Nein? Das Schweigen im Walde. Ja. Dass du dich bei denen fragst, wer die angebracht hat, aber bei alle anderen? Oh, Lagerfeuer. Okay, was jetzt? Du wartest einfach. Setz dich ans Lagerfeuer und ruh dich aus. Wir reden, wenn es dunkel wird. Wenigstens leistet mir das Feuer Gesellschaft. Wie schön, dass du es einrichten konntest. Unsere Aufgabe, heute Nacht das Fokusnetzwerk crashen. Ja, sag mir, was ich nicht weiß. Wie? Zuerst schleichst du dich in die Hauptbasis der Eclipse ein. Was? Aber ja. Und zu deinem Glück stehst du schon an ihrer Haustür. Du musst nur durch den Spalt. Wenn du in der Basis bist, siehst du dein Ziel. Einen baufälligen Langhals und sehr stark modifiziert. Klettere auf ihn. Oben auf seiner Scheibe ist eine Art Modul eingebaut. Zerstöre es und es kommt zum Fokus-Netzwerk-Crash. Dann warst du Teil von der Eclipse. Ich war noch nie ein Teil von irgendwas. Ich arbeite nur für mich, schon immer. Doch, in der Tat war es so, dass ich der Eclipse half, bevor ich ahnte, wie gefährlich sie sind. Es war ein Fehler, den ich jetzt wieder gut machen möchte. Was für eine Art Hilfe war das denn? Kletter durch den Spalt, Aloy. Es gibt jetzt Wichtigeres, als Fragen zu stellen. Ah, naja, was soll man machen? Mal sehen, was dahinter ist. Ja. Hallo? Achso. Bleibst du? Dankeschön. Oh, verdorbene Maschinen. Sie patrouillieren hier. Eher wie Soldaten, die als Reserve auf den Krieg warten. Du musst an ihnen vorbei. Das ist der leichte Weg. Die Hintertür. Leicht sagte ich nicht. Wird auf jeden Fall lustig. Langhals, Langhals, Wächter, Wächter, Wächter. Ich auch. Nee. Da liegst du gut.
tot. Dagegen seid ihr Mune. Ja. So. So. Ist auch in Ordnung. Stimmt doch. So, der, ich dachte gerade, der hat ein Langbeinherz bei sich drin gehabt. So. Das nehme ich doch mit. Nur um den kümmern. Ist blau wieder. Guck weg. So, jetzt warten wir kurz, bis er wieder herkommt. Oh, scheiß Wunder. Ach Gott, das nervt mich. Ich bin bereit. Ich habe keine Wahl. So. Modifikation. Wir könnten da auch mal wieder gucken, ob wir irgendwas haben für uns. Zum Beispiel hier mehr Feuer. Definitiv. Vielleicht noch irgendwas anderes. Wesentlich mehr Handhabung. Schaden, Feuer. Ne. Dann du. Handhaben. Schaden. Wesentlich höher. Genau hier, Abriss. Wesentlich mehr auf Abriss. Ja, nehmen wir. Nehmen wir mit. So, dann du. Ich auch auf Schaden, ja. Zack. Und hier. Alter. Explosionen-Gegner sind jetzt echt auf Schaden ausgelegt. Ansonsten haben wir. Ja, jetzt wieder Platz. Hier, diese Sperrdinger. Wie setzen wir die ein? Ja, hier können wir das nicht einsetzen. Also muss man irgendwie irgendwas mit einem Speer kriegen? Oder ist das ein DLC, dass man dann einen Speer kriegt dann, einen anderen? Kann natürlich sein. Aber erstmal verlegen wir doch mal die grünen. Ich meine, da sind nochmal ein paar... paar Bilder, die wir rauskriegen. Unser Outfit kurz. Nahkampfschutz, Fernangriffsschutz. Habe ich noch was Besseres? Nee. Was hier? Ich kann natürlich noch mal was gegen mehr gegen. Nehmen wir das noch mit? Das hier wäre... Ah, nee. Gut. Aber echt eine gute Rüstung, muss ich sagen.
gefällt mir. Da hoch oder hochzukommen, muss ich den Weg gehen. Komme ich da hoch? Durch den Baum hier. Okay. Zack und hoch da und da boom. Oh, das hätte man nicht keinen einzigen Kämpfen müssen, einfach nur oben drüber gehen können. Naja, ich wollte kämpfen. Entfernte Explosion. Ignoriere sie. Ist nicht deine Sache. Oh. Wunderbar. Oh, das ist Instant Kill. Okay, gut. Das ist gut. Aha. In Ordnung. Hier ist nichts passiert. Absolut nichts. Du bist gestorben. Ja, schon.